Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Schätzungsweise 700.000 Menschen in Europa sind obdachlos. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Wer kümmert sich eigentlich um diese Menschen? Wer sorgt dafür, dass sie etwas zu essen und auch Kleidung bekommen? Wer macht ihnen Mut und gibt ihnen Hoffnung? Wir stellen Ihnen heute zwei Menschen vor, die sich genau dieser Aufgabe angenommen haben. Beide wissen aus eigener Erfahrung, was ein Leben auf der Straße bedeutet. Unser Thema: Mein Herz schlägt für Obdachlose. Unsere erste Geschichte beginnt am anderen Ende der Welt, nämlich in Australien. Brad Swain verbringt dort eine schwierige Kindheit. Als er als junger Mann in die USA auswandert, hofft er dort auf ein besseres Leben. Doch seine Vergangenheit holt ihn wieder ein und schließlich landet er auf der Straße. Brad Swain ist einer der Menschen, die man in jeder Stadt auf der Straße sieht. Arbeitslos, obdachlos, allein. Er wuchs auf in Perth, Australien und war 5, als sein Vater die Familie verließ. Eines Abends kam sein Vater betrunken zurück und traf auf den neuen Freund seiner Frau. Es kam zu einer Rauferei zwischen den beiden. Er war betrunken und wurde auf den Boden gedrückt von dem anderen Mann. Ich sah zu und es tat weh, dass mein Vater besiegt worden war. Keiner sollte meinen Vater bezwingen können. Wenn der Typ, der mein Vater war, so leicht zu besiegen war, wer würde dann mir helfen? Der Freund misshandelte Brad und seine Schwester und ging eines Tages. Brad unterstützte die Familie mit seinem Job, aber es schien nie zu reichen. Dieses nagende Gefühl, dass etwas nicht stimmt, dass du falsch bist, du bist mies. Alles um dich herum ist mies. Als Brad 16 war, schenkte ihm seine Mutter ein Keyboard. Musik wurde seine Rettung. Ich fühlte dieses Wusch in meinem Innern. Diese Art Aufregung, diese Atemlosigkeit, wie am höchsten Punkt einer Achterbahnfahrt. Wie so ein Rausch. Ich fühlte und dachte, wenn ich dieses Gefühl bewahren und an andere Menschen weitergeben könnte, wäre ich etwas wert. Er brachte sich selbst mehrere Instrumente bei und gründete eine Band. 1991 zog er in die USA und hoffte auf den großen Durchbruch. Ruhm und Glück waren für mich wichtig. Nicht Drogen oder Alkohol, die gar nicht. Es war mehr, dass ich mich sehnte, für etwas akzeptiert zu werden. Dass ich dann von Leuten geliebt werden würde. Ich wäre im Reinen mit mir, wenn sie mich liebten. Brad stieg bei einer Coverband ein und hatte etwas Erfolg. Er heiratete, aber die Beziehung war unbeständig. Und nach Jahren ständiger Streitereien hatte er eine Affäre. Ich fuhr nach Hause und dachte, was habe ich getan? Der mich als Kind verletzen wollte, brauchte nur zu sagen, ich sei wie mein Vater. Ich erkannte, dass ich das Monster war, das ich nie sein wollte. Brads Frau erfuhr von der Affäre und zwang ihn, die Musik aufzugeben und die Instrumente zu verkaufen. Sie vernichtete sogar seine Musikoriginale. Ich dachte, ich hätte das verdient. Es war furchtbar. Ich war hilflos. Furchtbar. Und in dieser schrecklichen und hilflosen Zeit wachte ich eines Tages auf mit dem Gefühl, die Bibel lesen zu wollen. Ich wusste nicht mal, ob wir eine hatten. Ich hatte nie in der Bibel gelesen. Sie schien voller Trost und Sicherheit zu sein. Nur nicht für mich, denn in ihr ging es darum, wer ich war. Ich verbrachte 7 Monate damit zu weinen wegen dieses Buches. Bettelte um Vergebung. Bettelte um Heilung. Eines Morgens bekam Brad schließlich die Antwort, die er gesucht hatte. Ich stand in der Basketballhalle, in der ich oft gebetet und Gott angerufen hatte. 7 Monate gebetet und gerufen. Ich sah hoch zur Decke und sagte, was willst du noch von mir? Ich habe nichts. Plötzlich kam etwas wie Feuer über mich. Ich spürte das Feuer, aber es tat nicht weh. Und ich merkte, dass etwas passierte. Leben ergriff mich.
Erfüllt zu sein von dem Feuer bedeutete, dass er lebt. Ich wollte überall hinrennen und an jede Tür hämmern und sagen, er ist auferstanden, er lebt, er ist echt, er ist echt, er ist echt. Brett widmete Christus sein Leben. Er war überzeugt, dass Gott wollte, dass er nach Nashville geht. Am Tag, als seine Frau ihm die Scheidungspapiere gab, stieg er in den Fernbus. Ich fuhr nachts mit dem Greyhound-Bus. Die Bibel im Arm, sie war mein Kissen. Morgens traf ich einen Obdachlosen. Er sagte, um die Ecke ist eine Sozialstation. Ich ging um die Ecke, total aufgekratzt. Ich trat durch die Eingangstür und sah all diese Hoffnungslosigkeit und alles, was es bedeutet, obdachlos zu sein. Und ich dachte, Gott, was soll das? Hier würde ich sterben. Brett war 4 Monate obdachlos. Dann traf er den Koch Thomas Oglesby, welcher der Einrichtung Essen lieferte. Thomas bot ihm einen Job in seinem Restaurant an, dem Flemings. Als ich am nächsten Morgen anfing, sah ich ihn in der Küche. Und ich war überrascht. Ich war überrascht, weil ich nicht erwartet hätte, dass er kommen würde. Doch er tat es. Und dann hatte er eine Menge Fragen zur Küche und ich gab ihm eine Menge Antworten. Und so fing es an. Nach ein paar Monaten als Koch, Einsteiger und Reinigungskraft hatte ich eigene Schlüssel. Dann flog ich im Land herum, um in Flemings Filialen neue Leute einzuarbeiten. Schließlich wurde ich 2. Küchenchef in Nashville. Er blieb 8 Jahre bei Flemings, bis er 2014 sein eigenes Restaurant The Cookery eröffnete. Er beschäftigt so viele Obdachlose wie möglich und bildet sie zu Köchen aus. Es geht nicht darum, sich um sie zu kümmern, sondern darum, ihnen Hoffnung zu geben. Dass sie in Würde leben können durch eigene Fähigkeiten und wieder Hoffnung bekommen. Das ist eine tolle Sache. 2011 heiratete Brett Merari. Sie leiten gemeinsam das Restaurant und verteilen samstags Gratis-Mahlzeiten an Obdachlose. Was er vor allem weitergeben möchte, ist die Hoffnung, die er im christlichen Glauben gefunden hat. Ich wurde von der Dunkelheit ins Licht gebracht. Wer nicht weiß, wie dunkel ein Leben sein kann, kann das schwer verstehen. Aber für andere, die Ähnliches erlebt haben, ist sicher zu sein wertvoll wie Gold. Er ist real. Er ist Hoffnung. Er ist Leben. Er ist Vergebung. Er ist Erneuerung. Er ist genau das, was er sagt. Am tiefsten Punkt seines Lebens war das, was Brett am dringendsten brauchte, Hoffnung. Indem er Hoffnung fand, konnte er sein Leben weiterleben und die Chance ergreifen, die sich ihm bot. Bei dem Schweizer Musiker Marcel Bürgi war es ganz ähnlich. Wohnungslos und am Tiefpunkt seines Lebens angekommen, findet er jemanden, der an ihn glaubt und ihn auf einen Neustart hoffen lässt. Doch wisst ihr, es gibt auch Menschen, die leben auf der Straße. Und Resten aus dem Abfallsack nennen sie ihren Fraß. Selten hat ihnen jemand von der Liebe Gottes erzählt. Doch Marcel Bürgi ist Musiker und Streetworker in St. Gallen. Bei seiner Arbeit geht er vor allem auf Obdachlose zu. Ich habe einige Geschichten erlebt, sogenannte Erfolgsgeschichten, wo Menschen am Rande der Gesellschaft dieses Leben aufgeben konnten. Ich gehe raus, weil ich diese Menschen so sehr liebe und ich wünschte mir wirklich, dass jeder von meinen Gassenfreunden erkennt, hey, Jesus ist wirklich der beste Weg, um aus diesem Scheiß rauszukommen. Ich gehe zu diesen Menschen in diese Szene, wo ich früher selber mal war. Zu meinen Freunden, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Dann erzähle ich natürlich viel von meinem Leben. Mit 26 Jahren geriet Marcel selbst in die Obdachlosigkeit. Er hauste damals in einem Luftschutzkeller unter dem Supermarkt. Ein Kellerraum mit viel Krümpel und so ein uraltes Stoffsofa, auf dem schlief ich dann. Die Problematik an diesem Raum war, er war voller Schimmel, also es war wirklich feucht. Meine Kleider waren voller Schimmelspuren. Ich hatte immer, wenn ich 7 Franken zusammen hatte,
und das kam sehr selten vor, dann bin ich in ein Schwimmbad gegangen und da habe ich geduscht. Mir war alles egal. Ich kiffte sehr viel. Ich trank damals auch oft Alkohol. Das war natürlich schon krass. Schon als Kind war Marcel ein Außenseiter gewesen. Durch eine Entwicklungsstörung konnte er mit den anderen Kindern nicht mithalten und wurde ausgegrenzt. Je älter er wurde, desto mehr litt er unter Spott und dem harten Urteil seines Umfeldes. Aus dir wird nichts, wenn du so weitermachst. Dann wirst du irgendwann auf der Straße landen. Das waren so die berühmten Worte, die ich von verschiedenen Menschen hörte. Die Sätze, die ich gehört habe als Kind, haben mich wahnsinnig geprägt. Und dann hat sich das so eingeprägt, dass ich das dann auch später natürlich brutal mit ins Erwachsenenalter genommen habe und so geglaubt. Da kamen dann wirklich diese Sätze hoch, hey, die Alten recht, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Das alles führte natürlich schon zu diesem Punkt, wo ich irgendwann dann sagte, hey, ich brauche in meinem Leben irgendetwas, was ich wirklich gut kann. Und das war halt Musik. Was ich tat, tat ich meistens vergebens. Ich fragte mich oft, warum ist alles nur so schwer? Und warum? Um seine musikalische Begabung auszuleben, benötigte Marcel Geld. Das Problem dabei war nur, dass ich mir halt nichts leisten konnte, weil ich ja nicht viel Geld hatte. Also habe ich es mir geleast oder geborgt oder geklaut. Dann brauchte ich wieder eine neue Gitarre oder brauchte ich wieder ein neues Piano. Und so ging dieses Geld eigentlich für diesen Traum drauf, ein bedeutender Sänger zu sein, ein bedeutender Rockstar zu werden. So kam ich natürlich schnell in diese Schuldenfalle. In kurzer Zeit macht Marcel Schulden von über 100.000 Euro. Sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, traute er sich damals nicht. Ich hatte so Angst vor diesem Du bist nichts, du kannst nichts. Wir haben es dir ja eh gesagt, du wirst auf der Straße landen. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Diese Angst, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe Schulden. Könnt ihr mir helfen? Diese Angst vor diesen Sprüchen, die war so groß, dass ich das gar nie machte. Das hat mich in die Obdachlosigkeit geführt. Keine Wohnung zu haben, sondern in einem Luftschutzkeller zu hausen. Marcel erlebt, wie sehr dies an Körper und Seele zehrt. Das war nicht schön. Da kam natürlich alles hoch, vor allem wenn du am Abend dort alleine bist. Ich hatte meine Gitarre, ja, ich hatte keine Elektronik, wo ich mich hätte ablenken können. Ich hatte kein Mobiltelefon, nichts. Und mit der Zeit wurde ich wirklich halt krank da unten. Ich merkte auch, die Musik gelingt mir nicht, es gelingt mir ja überhaupt nichts. Und dann wurde ich dann schon mürbe und die Gedanken drehten sich halt dann wirklich darum, hey, jetzt bin ich dann 28 Jahre alt, das Leben hat so keinen Sinn mehr. Und irgendwann dachte ich wirklich, hey, so jetzt möchte ich einfach nur noch von einer Brücke springen und diesem Leben ein Ende setzen. Durch einen Suizid alles hinter sich zu lassen, dieser Gedanke setzt sich in Marcel fest. Und dann bin ich auf diese Brücke hoch. Dort bin ich dann gestanden. Mit dem Ziel, ich springe jetzt. Und da hörte ich dann diesen Impuls in meinem Herzen. Und ich weiß heute, es war Gott, der da durch diesen Impuls zu mir gesprochen hat und wirklich gesagt hat, hey, du bist mein liebes Kind. Komm nach Hause. Und diese Stimme kehrte alles um. Die krempelte mein ganzes Gedankengebilde um in einem Moment. Marcel springt nicht. Er verlässt die Brücke und geht zurück zu seinem Luftschutzbunker. Ich ging in diesen Bunker rein und ich spürte, wie da böse Geister und Dämonen, wie die da von den Wänden kommen wollten und mich wirklich zerstören wollten. Das war der Moment, wo ich wirklich in diesem Bunker auf die Knie fiel und einfach nur noch schrie, Gott, bitte führ mich aus diesem Scheißleben raus.
Und dann verschwanden die Biester sofort. Und dann passierte das erste große Wunder. Nach 2 Jahren hatte ich zum ersten Mal diese Kraft und ich fing an aufzuräumen. In Marcel beginnt ein innerer Prozess. Er will sein Leben nun ordnen. Drogen und Alkohol kehrt er den Rücken zu. Er betet jetzt und liest viel in der Bibel. Fünf Monate später besucht Marcel eine Messe für Musikinstrumente. Er setzt sich einfach an eines der Klaviere und beginnt zu spielen. Der Verkäufer ist über seine Begabung begeistert und Marcel kommt mit dem Mann ins Gespräch. Und dann kam wieder dieser Impuls, diese Stimme. Und ich spürte, wie diese Stimme zu mir sagt, erzähl dem dein Leben. 4 Stunden lang habe ich diesem Mann meine Lebensgeschichte erzählt. Und nach diesen 4 Stunden hat er sein Handy hervorgenommen und hat eine Nummer gewählt. Und ich konnte einfach nur hören, wie er sagt, hallo Christian, wir haben doch bei uns im Bürogebäude dieses Zimmer frei. Weißt du, das mit WC und Dusche und das mit dem Bett. Und dann hat er aufgelegt und hat gesagt, ich habe ein Zimmer für dich. Wir können jetzt umziehen, jetzt. Der hat mir dann auch den ersten Job vermittelt und gesagt, du bist gut beim Klavierspielen, komm mit mir an die Messen, spiele vor den Leuten. Der hat mich dann richtig an die Hand genommen und hat mir auch geholfen, hat mir eine Chance gegeben. Du gibst mir nochmals eine Chance, drückst mich ganz fest an dein Herz. Du hast wieder mal gekämpft um mich, du gibst mir nochmals eine Chance. Marcel findet Arbeit als Streetworker und zahlt seine Schulden Stück für Stück zurück. Der Glaube bleibt ein fester Bestandteil seines Lebens. Als er sich einer Gemeinde anschließt, wird deutlich, was Marcel mit seiner Musik bewirken kann. In dieser Gemeinde hörte ich die Stimme von Jesus so klar. Und ich fing an aufzuschreiben, was er mir sagte. Und als ich das am Schluss las, stand da wirklich klar drauf, du bist berufen, deine Musik in die Welt rauszubringen, auf die Gassen, ins Gefängnis, in Drogenkliniken. Und nur ein paar Tage später rief mich ein Evangelist an und sagte zu mir, ob ich nicht mit ihm mitkommen würde in Gefängnis, in Bars, in Drogenprostituiertenviertel und dort die Botschaft durch meine Lieder singen möchte. Ich möchte auf jeden Fall mit meiner Musik Herzen berühren, aber nicht nur das, sondern auch Leben verändern, dass Menschen sich wirklich verändern. Und vor allem versuche ich diesen Menschen zu sagen, egal was dir andere Menschen sagen, du bist wertvoll. Du bist kein hoffnungsloser Fall, sondern Gott kann aus dir einen hoffnungsbringenden Fall machen, so wie er es bei mir auch tut. Marcel Bürgi ist wohnungslos geworden, weil er keine Hilfe suchen wollte, als er in Not geraten war. Seine Scham und die Angst vor ablehnenden Reaktionen war einfach zu groß. Genau deshalb geht er heute von sich aus aktiv auf Menschen zu, die in einer ähnlichen Situation sind. Haben Sie, liebe Zuschauer, auch schon einmal von solch einem sozialen Engagement profitiert? Oder setzen Sie sich selbst für andere ein? Dann schreiben Sie uns oder hinterlassen Sie auf unserer Webseite einen Kommentar zur Sendung. Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, deren Kleidung nicht warm genug ist und die nicht ausreichend zu essen haben, gerade in Großstädten begegnen sie uns an vielen Orten. Ihre Not ist für uns offensichtlich. Doch geht uns diese Not auch was an? Lassen wir uns davon berühren? Mit Fragen wie diesen hat sich Andreas beschäftigt. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie einem Obdachlosen begegnen? Wechseln Sie die Straßenseite? Überlegen Sie, ob Sie ein wenig Kleingeld in der Hosentasche haben, das Sie ihm eventuell geben könnten? Fragen Sie sich, was in seinem Leben wohl schiefgelaufen ist, dass er jetzt auf der Straße sitzt? Oder, was auch nicht wirklich gut wäre, nehmen Sie den Menschen davor Ihnen gar nicht mehr wahr. Ein Mensch, dessen Würde laut Grundgesetz unantastbar ist.
für den aber viele vermutlich nur so etwas wie Verachtung und Geringschätzung übrig haben. Vermutlich ist er selbst schuld, soll er das mal alleine ausbaden. Wir haben ein Sozialsystem, das fängt ihn schon auf. Ausreden, um sich nicht mit dem Leid dieser Menschen befassen zu müssen, haben wir ja meistens parat. Aber warum fällt es uns so schwer, Mitleid mit ihnen zu haben? Waren wir wirklich noch nie in einer Situation, in der wir uns selbst nicht mehr helfen konnten? Das Volk Israel wird im Alten Testament von Gott immer wieder daran erinnert, fremde Menschen aus anderen Volksgruppen freundlich aufzunehmen. Sie waren ja selbst Fremde in Ägypten. Genauso gehört es zum verantwortungsvollen Miteinander Witwen und Waisen nicht zu vergessen. In Jesaja 58 finden wir einen leidenschaftlichen Text darüber, dass wir uns um die Menschen am Rande der Gesellschaft kümmern sollen. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, steht da. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Tja, und auch Jesus selbst hat sich mit den Menschen am Rande der Gesellschaft identifiziert. Er, der Gott des Universums, wurde zu einem Obdachlosen. Er begegnete gerade den Menschen mit Liebe, die von allen verachtet und verabscheut wurden. Wie wichtig ihm das ist, zeigt er in Matthäus 25. Diese Menschen in Not gehören zu meiner Familie. Alles, was ihr an Gutem für sie getan habt, das habt ihr damit auch für mich getan. In diesem Sinne, lassen Sie uns beten. Herr, oft sehe ich auf Menschen am Rande der Gesellschaft herab und möchte gar nicht sehen, dass auch ich ohne dich genauso verloren bin wie sie. Ich brauche dich und die Erfahrung deiner Liebe ganz neu. Zeig mir dein barmherziges Herz und lass mich mehr so sein wie du. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Schwanger zu sein ist für jede Mutter eine aufregende Zeit. Auch Niri aus Kambodscha freut sich auf ihr zweites Kind. Doch bei einer Vorsorgeuntersuchung sieht der Arzt plötzlich etwas auf dem Ultraschall und die junge Mutter bekommt eine Diagnose, die ihr große Sorgen macht. Als Niri schwanger wurde, ging sie in eine Klinik zur Vorsorgeuntersuchung. Dort sagte man ihr, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. Der Arzt sagte, dass sie eine Lippenspalte hat. Ich war schockiert und musste sehr weinen. Ich hätte nie gedacht, dass uns sowas passiert. Mein Mann und mein Sohn sehen ganz normal aus. Warum ist sie anders? Auch mein Mann weinte. Ihr Bruder, der 7-jährige Mesa, erzählt: Ein Nachbar hat meiner Mutter geraten, meine Schwester wegzugeben. Aber ich rief nein. Ich habe sie lieb. Meine Eltern sollen sich um sie kümmern und sie aufziehen. Als Operation Blessing von dem Baby hörte, organisierten und finanzierten sie den Transport in die Hauptstadt und dort die Operation für Srey Kuj. Ich war sehr glücklich nach der Operation. Jetzt kann sie ihr Fläschchen trinken und alle himmeln sie an. Wenn sie lächelt, ist sie so niedlich. Und sie lacht jetzt sehr viel. Ich muss mir keine Sorgen mehr um unsere Zukunft machen. Als meine Mutter mit meiner Schwester nach Hause kam, sah sie so schön aus. Ich war glücklich. Danke an alle Spender, dass meine Schwester operiert wurde. Sie sieht so schön aus. Ja, jetzt ist der kleine Bruder mächtig stolz auf seine süße Schwester. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie mit solchen Hilfsprojekten wirklich Menschenleben verändert werden. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können mitmachen. Vielleicht wollen Sie sich an solchen humanitären Projekten beteiligen. Oder Sie möchten diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es natürlich auch am Ende der Sendung. Heute ging es um zwei Männer und warum sie sich sozial engagieren.
Vielleicht motiviert das ja auch Sie, liebe Zuschauer, selbst einmal über ein soziales Engagement oder eine ehrenamtliche Tätigkeit nachzudenken. In jedem Fall sind wir sehr dankbar für Ihr Engagement im Gebet oder finanziell. Sie fördern und unterstützen diese Sendung und das ist einfach ein großartiger Segen. Wenn Sie mögen, rufen Sie gerne noch an. Die Gebetshotline ist geschaltet und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Erlebt TV. Männer und Frauen erzählen, wie sie Gott erlebt haben und wie dies ihr Leben verändert hat. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV. Wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.